Und da bin ich auch schon wieder. Nächste Folge wird direkt hinten dran gepfeffert. Gegen Kölle. Ja, wir sind weiter auf Platz 1, das ist klasse. Und wir gehen mal weiter. Wochenablauf starten. B-Junioren 5-0 gegen Hansa Rostock. Oh, was haben wir hier? Schmelzer zu Bremen. Schulz zu Stuttgart. Jalet zu Toulouse. Ja. Also Schmelzer ist interessant. Für nur 2,9 Millionen. Was ist denn mit dem los? Das ist auch 5,3 Millionen wert. Ist aber nicht Stammspieler. Verspielt mal Dortmund als Linksverteidiger. Jelt Klischee. Ja gut. Wir haben dreimal verloren gegen Hamburg, Wolfsburg und Mainz. Oh. Interessant. So, ich hoffe, ich habe Ihnen diese Frage nicht schon gestellt. Ach, garantiert. Aber was ist eigentlich das Geheimnis erfolgreichen Fußballs? Taktische Ausbildung ist ganz, ganz wichtig. Merkt man auch in unserem Spiel. Ohne Taktik würde da gar nichts gehen. Behindern Legionäre die Talente? Gute Spieler setzen sich immer durch. Zu Not verleihen sie eben für ein oder zwei Jahre. Hm. Ich habe neulich mit ein paar Kollegen gespielt. Ich stand im Tor und habe einen Abschlag direkt verwandt. Leider kein Tor. Oh. Komisch. Manchmal zählt das und manchmal nicht. Naja. 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 So, gucken wir mal weiter. Fußballer des Monats Februar. Kokorin auf Platz 3. Gewinnt Gomez vor De Camargo. Was haben wir denn in Österreich? Roland Linz. Wer ist denn Markus Hammerer? Naja. Nicht ganz so interessant. Ach, Deutschland hatten wir schon. Ja, hey, hey. England natürlich. Robin van Persie. Ach du Scheiße. Den müssen wir auch aufpassen, wenn wir gegen Arsenal spielen. Das wird insgesamt ein sehr, sehr wichtiges Spiel. So, in Italien wird es Borriello. In den Niederlanden. Josie Altidore. Okay. Niklas Moisander. Auch interessant. Fernandes. Mhm. Mhm. Was haben wir noch? Spanien. Cristiano Ronaldo. Eine 98. Auch ganz gut. 70 Millionen knapp wert. Den holen wir uns. Klar. Ja, das hier. Thomas Jun vom FC Basel. Tscheche. Wurden ja vorher gespielt. Bei Austria Wien. Okay. Wie hat sich denn hier der gute Granit Xhaka entwickelt? Na, noch gar nicht wirklich. Hm. Gut, wir gucken gleich rein, wie das aussieht. Ja, viva Colonia. Ja, liebe Leute, gegen Kölle muss wieder ein Sieg her. Gucken wir gleich mal rein. 5-0 hier, Anil Yilmaz. Zwei Sterne, bitte. Angebot für Tribünennamen, da kommt jetzt auch langsam was rein, ne? Kommt auch mal langsam was rein. Jetzt, wo wir so erfolgreich auch international spielen, kommt da eine ganze Menge sogar rein. So, Koch verlängert seinen Vertrag, okay, Raphael verlängert Vertrag, Wolscheid verlängert Vertrag, Sörensen ist wieder fit, das ist doch klasse. Gucken wir auch gleich mal in die erste Mannschaft rein. Denn da spielt der gute Sörensen auch gleich mal, statt Kirchhoff. Kirchhoff geht auf die Bank für Schulz, denn Schulz spielt ja Start statt Contento. Hohe Form hat hier Emre Can, auch eine 56 im rechten Mittelfeld. Können wir vielleicht auch mal wieder bringen für Torun. Schulz hier auch wieder ein bisschen abgesackt. Können wir vielleicht noch mal sagen, dass er in Topform spielen soll. Bringt das was? Ja, drei Moralpunkte und ein Formpunkt. Klasse. Sörensen, können wir das vielleicht auch sagen? Nee. Schade. Gut, dann reden wir gar nicht um heißen Brei rum. Gucken noch kurz im Teamvergleich. Die spielen mit zwei Stürmern. Machen wir aber ohne Manndeckung. Das dürfte so laufen. Gut, los geht's. Ins Spiel. Ich habe mir noch gar nicht unsere neue Aufgabe angeguckt. Wieder im Textmodus. Ja, machen wir ruhig. Los geht's. Wir werden ihnen das Leben schwer machen. Fußballfreunde, ich darf Sie jetzt bitten, sich von Ihren Plätzen zu erheben. Unsere Hymne! Ja, die Fans singen die Kölle-Hymne mit. Ist ja klar, die meisten hier in Köln sind natürlich für Köln und gegen unsere Mannschaft, aber das ist bei jedem Auswärtsspiel so.
und wir konnten ihm bisher auch ganz gut Widerstand halten. Oh, Bremen führt schon. Schade, Rensing ist da. Das war ja im letzten Spiel gegen Wolfsburg auch unser Problem, dass wir am Anfang einfach den Ball nicht ins Tor bekommen haben. Diesmal scheint das ein bisschen genauso zu sein. Wieder Lasogga. Aber Rensing konnte bisher gut parieren. Was hat Rensing hier für eine Stärke? Eine 76, bester Kölner nach Podolski. Gleich auch mit Jeromel. Also, knifflige Entscheidung in Köln. Na? Pfeift sofort. Nein! Nein, nein, nein! Erst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. So, Kraft. Rechts unten wird er wohl schießen. Der Podolski. Komm, rechts unten. Halt ihn! Halt ihn! Yeah! ...0:1 in Köln. Wir sind wieder die bessere Mannschaft. Torben ist ja auch sehr interessant. Was ist jetzt los? Torrunde 6. Emre Can, halte dich bereit. Du wirst wahrscheinlich eingewechselt. Eckball Köln. Höger kann klären. Ich muss mal kurz was trinken. Moment. Ja, Lasogga hat sich erstmal die falschen Schuhe ausgesucht. Und das spricht von einer guten Vorbereitung auf das Spiel. So, taktisches Foul. Ist das eine Freistoßposition für Höger? Ich hoffe mal. Hoffentlich haut er den jetzt rein. Bitte, 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 bitte. Komm, mach ihn. Kuchelbacher? Wieso nicht Höger? Wieso denn nicht Höger? Kann man das hier nicht irgendwie ändern? Nee. Wieso denn nicht Höger? Nächste Chance. Der Ball will einfach nicht rein. Das ist zum Heulen. Podolski Schwalbe. Sehr schön. Jetzt mit Gelbrot runter am besten. Das wäre super. Bremen führt. Das ist natürlich nicht super. Ihr müsst nach vorne spielen, Leute. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Ah, na, nicht wieder eine knifflige Entscheidung. Ja, genau. Jetzt gibt's wahrscheinlich wieder Elfmeter für Köln. Ja, wollen die mich denn hier verarschen? Wollen die mich denn hier verarschen? 0:2. Das ist doch ein einziger Schrott, was der hier pfeift. Meine Güte. Und diese Tormusik dreht auf. Mann. Latte, Jeromel. Oh, Jeromel. Das war, glaube ich, das falsche Tor, mein Bruder. Nochmal Eckball. Boah, diese Tormusik regt auf. Ich weiß gar nicht, ob ihr die hört, aber mich regt es auf jeden Fall auf. So, Halbzeit. Super Spiel, Leute. Super. Oh, Chance. Na? Das gibt jetzt Mut. Das gibt Mut. Julian Draxler, 7. Tor. Benatira, 9. Vorlage. Das gibt vielleicht ein bisschen Mut. Sehr schön. 2:1, noch vor der Pause. Das ist super. Das ist super. So, Ansprache. Kokorin motivieren. Torun motivieren. Kuchelbacher motivieren. Einen ganz schlechten Sörensen motivieren. Und einen Schulz loben. So, wollen wir schon wechseln? Wollen wir einen Kokorin rausnehmen und einen Lange bringen? Wollen wir den Can bringen?
Wollen wir den Enzo Zidane bringen? Ich glaube noch gar nicht. Wir lassen uns erstmal so und gucken, dass wir weiterspielen. Nach vorne. Und vielleicht kann unsere erste Mannschaft da ja noch was draus machen. Jetzt zum Beispiel. Yes! 2:2, Julian Draxler, 8. Saisontor, Kokorin, 4. Vorlage. Wieder ein 0:2 aufgeholt. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Klasse. Das gefällt mir. Das ist super. Und jetzt müssen wir nur weiter so spielen. Nächste Chance. Ah, schade, Kokorin da. Im Kopfballduell, aber leider nein. Also Bremen führt immer noch, können wir mal kurz reingucken in die Statistikzentrale. Dortmund führt 5:1 gegen Kaiserslautern. Bremen 1:0 auf Schalke. Sehr interessante Spiele. Sehr interessant. So, was geht hier noch? Nächste Chance. Ja, nein. Kokorin geht, lange kommt. Erster Wechsel von uns. Und vielleicht kann Sebastian Lange jetzt noch was reißen. Hat ja gegen Espanyol Barcelona so gut gespielt. Hoffentlich macht er das auch heute. Achtung! Achtung! Scheiße. Martin Lanić. Nächster Wechsel. Sørensen raus, Kirchhoff rein. Oder wie machen wir das jetzt? Wollen wir jetzt auf Risiko spielen? Nee, ich glaube noch nicht. Ich glaube noch nicht. Aber das ist jetzt richtig bitter. Haben uns wieder reingearbeitet. Aber es sollte nicht sein. Kirchhoff kommt für Sørensen. Unser zweiter Wechsel. Jetzt müssen wir natürlich nach vorne spielen. Ist ja klar. Nächste Chance. Na, komm, mach ihn rein. Torun geht. Emre Can kommt. Voller Angriff. Das hat gegen Wolfsburg funktioniert. Jetzt muss es auch funktionieren. Sonst rutschen wir von Platz 1 ab. Das Stadion ist ausverkauft. Was ein Wunder, der Tabellenführer ist ja auch zu Gast. Ist ja wohl logisch, oder? Ist doch logisch. Logisch. Ja, okay. So. Petit kommt für Matuschik. Noch ein erfahrener Spieler. Ach ja. Schade, lange jetzt mit der Chance. Aber bald vorbei und vollkommen harmlos. Nächste Chance für Köln. Na, Schulz ist da. Sehr schön. Und Bremen nur noch unentschieden. Jetzt liegen sie sogar hinten. Perfekt. So, 72 Minuten. Voller Angriff. Immer noch. Adil Chihi kommt für Lahmich. Wir sind doch noch besser. Wenn Atira gilt. Draxlander 1,5. Hat beide Tore gemacht, glaube ich, ne? Ja. Los, jetzt haut hier doch noch 2-3 Bälle rein. Am besten Leatana. Ins Kölner Tor. Wir spielen uns überhaupt keine Chance. Jetzt vielleicht nochmal. Blasoga, ne. Kirchhoff eine 5,5. ADS. Lange eine 4. Ah ja. Jetzt komm, mach ihn rein. Ja! Pierre-Michel Lasoga, 17. Saisontor. Yes! Can, eine 2,5. Perfekt. Kirchhoff jetzt sogar eine 6. Nicht gut. 3:3. Yes. Ein Punkt aus Köln. Ja, ich hatte mehr erhofft, aber kommt wohl nicht mehr. 10 Minuten sind noch zu spielen. Nächste Chance. Ah, da sogar. Geht um mindestens 10 Meter am Tor vorbei. Das war der 10. Torschuss von uns. 3 davon waren drin. Das ist ganz okay. War unsere 14. Chance. Jetzt vielleicht nochmal ein bisschen Konzentration hier für die letzten 5 Minuten. Achtung. Kraft ist da. Faustet den Ball raus. Draxlander 1,5. Super Spiel. Retschko jetzt gelb. Vielleicht nach dem Freistoß nochmal eine Chance. Senzt da Emre Can im Tiefflug die Beine weg. Mit Gelb ist er hier noch sehr gut bedient.
Das sagt alles jetzt auch Rita. Gelb, taktisches Foul. Vielleicht jetzt Kuchelbacher. Hau den rein. Nee, ist gar keine gefährliche Freistoßposition. Aber vielleicht trotzdem jetzt nach dem Freistoß nochmal so ein Hauch einer Chance. Vielleicht noch so ein bisschen. Jetzt kommen. Noch einmal nach vorne. Ja, jetzt kommt Niemeyer. Unser Ex-Spieler für Bretschko kommt in die Partie. Damit nehmen sie jetzt natürlich Zeit raus. Ist ja klar. 3 Minuten Nachspielzeit. Vielleicht nochmal ein Angriff. 3, 2, 1. Nee. Nächstes Unentschieden, 3:3 in Köln. Wir gehen in den Nachbericht. Und da sind wir auch schon. Draxler, bester Spieler. 2 Tore gemacht, auf eine 84 hoch. 26 Millionen wert. Ach du, naja. Emre Can hat sich rechts ganz gut bewiesen wieder. Wir gucken in die Ergebnisse. Bremen verliert mit 1:3 auf Schalke. Damit bauen wir die Tabellenführung um einen Punkt weiter aus. 12 Punkte auf Hoffenheim, die haben eine Siegesserie zuletzt hingelegt, haben alles aus dem Weg geräumt, die letzten 9 Spiele gewonnen. Spielen wir noch gegen die, jetzt spielen wir erstmal gegen Mainz und dann in Hoffenheim. Naja, Stimmen! Sagt denn hier ein Fan aus Berlin, Ilona K., der Fußball ist ein gutes Mittel, dass die Leute nicht an gefährliche Dinge denken. So, 11 der Woche nur 2 Kölner, Podolski und Lahnich nämlich. Wie hoch hat denn Dortmund jetzt noch gewonnen? 1:6. Naja, Lasogga trifft wieder, 17. Tor, Draxler trifft auch 2-mal. Klasse. Fair Play, wir liegen weiterhin auf Platz 6. Super. So, hinten dicht und vorne, Punkt, Punkt, Punkt. Leverkusen erst 16 Tore zugelassen, aber schon... Nein, erst 16 Tore zugelassen, aber auch erst 22 gemacht. Das bringt natürlich nicht so viel. Rob Trent erzielt 2 Tore. Mensch, Junge, was ist denn mit dir auf einmal los? 6 Spiele, 5 Tore für die zweite Mannschaft. Stefan ist frustriert, können wir mit ihm reden, Spielergespräch. Muss körperlich stärker werden. Status bricht Verletzung, noch ein Tag, ist auch wieder fit. Risch entwickelt sich auch ganz gut, kann man vielleicht auch verkaufen, später für ein bisschen Geld. Kann er weiter einwürfen? Nee, Härte, ich dachte gerade. Mitgliederwerbeaktion. Mhm, Contento ist wieder fit. Alles klar, liebe Leute, wir sehen uns morgen wieder. Dann im Vorbericht auf das Spiel gegen den Arsenal London, nicht gegen den Arsenal London. Alles klar, ich hoffe, ihr schaltet ein. Bis denn, ciao.